Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Wir feiern Pfingsten. Gottes Geist wirkt unter uns. Immer da, wo Menschen anfangen, auf Christus zu vertrauen, immer da, wo Glauben wächst, da verändert sich etwas. Da werden Gefängnismauern auf einmal durchlässig. Da wächst Mut, da wächst Gemeinschaft, da wächst Hoffnung gegen allen Augenschein. Gottes Geist verändert uns. Darum feiern wir miteinander Pfingsten. Ein herzliches Willkommen allen, die heute da sind, und einige will ich ganz besonders begrüßen. Zuerst, Sie haben am Eingang die Kamera gesehen, wir testen heute mal, unseren Gottesdienst zu übertragen. Vorhin habe ich gesehen, dass wir 4 Zuschauende hatten, so ganz kurzfristig. Ich hoffe, das klappt. Wir üben für nächste Woche für den Konfirmationsgottesdienst, denn da gibt es Angehörige, die weit weg sind, die nicht dabei sein können, und die sollen wenigstens Augen- und Ohrenzeuge sein und mit dem Herzen mitfeiern können. Ich begrüße Markus Epp, der vorher in der Matthäuskirche Gottesdienst gefeiert hat und angerannt ist und jetzt für uns den Gottesdienst musikalisch gestaltet. Und vielen Dank an Herrn Küsken, der bereit gewesen ist, ganz spontan einzuspringen und Dienst zu übernehmen. Ich begrüße Mitglieder der Berliner Kapelle. Sie werden für uns singen, stellvertretend für uns und zu unserer Freude. Wie schön, dass Sie da sind. Und ich begrüße Herrn Wachs, Werner Wachs. Von ihm stammt dieses Mosaik. Er schenkt es der Gemeinde. Nachher werde ich Ihnen dazu noch etwas mehr erzählen. Wie schön, dass Sie da sind und wie schön, dass dieses schöne Bild hier steht. Maria mit dem Schweißtuch, sein Gesellenstück. Und nun lasst uns gemeinsam beten mit Worten des 118. Psalmes. Er steht unter der Nummer 747 im Gesangbuch. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg.
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmück das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Pfingsten, wir feiern den Geburtstag der Kirche und an jedem Geburtstag schaut man zurück. Wir sehen zurück auf 2000 Jahre Geschichte. Es ist viel Segensreiches entstanden, aber auch viel Leid. Wir sehen, wie oft Gottes Wort verdunkelt wurde. Wir sehen die Spaltungen in der Christenheit und beklagen sie. Wir blicken aber auch zurück auf unser Leben, auf die letzten Tage und Wochen. Wie oft geben wir der Angst dem Raum? Wie oft lassen wir uns von Zweifeln bestimmen? Vor Gott können wir aussprechen, was uns auf der Seele lastet. Ihm vertrauen wir es an. Gemeinsam rufen wir: Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gott erbarmt sich unser. Er nimmt uns an als seine geliebten Kinder. So spricht Gott: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Lasst uns den Barmherzigen, den gnädigen Gott loben. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Thank you.
Lasst uns beten. Unser Gott, wir bitten dich, sende deinen Heiligen Geist. Sende dir deinen Geist, der unsere Herzen im Sturm erobert und sie mit Liebe erfüllt. Sende deinen Geist, der unseren Verstand wach macht, der Zweifel aus dem Weg räumt, der neue Wege zeigt. Sende deinen Geist, damit wir lernen, dir zu vertrauen, immer wieder aufs Neue. Darum bitten wir dich im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, der mit dir und dem Geist lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. Amen. Am heutigen Pfingstsonntag hören wir die Epistel. Sie steht in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Leute, aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören sie denn, ein jeder in seiner Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber atmeten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Vernehmt meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Ist es doch erst die dritte Stunde des Tages, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesicht sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf den Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut. Und ehe der große, herrliche Tag des Herrn kommt, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Halleluja.
Jetzt besser? Was kann ich? Ja, aber bei den warte mal. Ach, ich muss das Mikro ausmachen. Nee, aber ich habe die Kamera jetzt aus. Und die. Ich konnte so schnell nicht. Und jetzt ist es in Ordnung? Ach so, habe ich dich jetzt rausgeschmissen eigentlich? Sie müssen nur das Mikrofon ausschalten. Wir hören das Evangelium, es steht bei Johannes im 14. Kapitel. Christus sprach zu seinen Jüngern: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch nicht eine kleine Zeit. Dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hält, meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortet und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin.
Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, was die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Amen. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag ist eine der bekanntesten biblischen Geschichten. Ich lese uns aus dem ersten Buch Mose im 11. Kapitel. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Shima und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und sie nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn sonst werden wir zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Welt Sprache,
und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Liebe Gemeinde, eine bekannte Geschichte und schön zu erzählen. Ich erinnere mich an ein Pfingstfest vor 3 oder 4 Jahren. Da haben wir hier mit Pappkartons einen großen Turm gebaut. Dürfen wir heute wegen der Abstandsregeln leider nicht machen. Aber es ist schön nachzuspielen. Es ist auch schön zu erfahren, spielerisch, wie ist das, wenn man sich plötzlich nicht mehr versteht. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel ist die Gegengeschichte oder eine Gegengeschichte zu Pfingsten. Sie erklärt, warum in der Welt so viele verschiedene Sprachen gesprochen werden. Aufgeschrieben wurde diese Geschichte in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Israeliten gefangen in der großen Stadt Babylon. Und in Babylon gab es einen großen Turm, 7 Stockwerke hoch, zu Ehren des Gottes Marduk. Man erzählt sich, Gott muss erst herabfahren, um zu sehen, was da unten geschieht. Die Babylonier halten sich für groß und mächtig, aber sie sind ganz klein. So geht es uns ja heute auch. Wir schätzen manchmal manches sehr groß ein. Manche Probleme liegen wie ein unbezwingbarer Berg vor uns. Und dann im Rückblick, im Bearbeiten der Probleme, werden sie auf einmal ganz klein. Aber auch umgekehrt, wir denken, wir Menschen sind groß, wir können alles schaffen und dann überschätzen wir uns. Der für mich zentrale Satz dieser Geschichte steht in der Mitte. Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn sonst werden wir zerstreut über die ganze Erde. Sich einen Namen machen. Im Kapitel vorher in der Bibel werden alle Völker, alle Namen genannt, die seit der Sintflut auf der Erde leben. Sich noch einen Namen machen müssen? Warum? All ihre Namen werden doch von Gott genannt. Sie sind angesehen. Aber es reicht uns ganz oft nicht zu wissen, dass wir von Gott angesehen werden. Wir haben als Menschen oftmals das Bedürfnis, ich will gesehen werden. Ich will von den anderen Menschen, ich will von der Welt gesehen werden. Da kämpfen einige in einigen Ländern dafür, dass ihr Volk als das Größte und das Beste auf der ganzen Welt angesehen werden soll. Das kennen wir auch aus unserem Land. Und sie schauen auf andere herab, um sich selber groß zu fühlen. Da zeigen einige ihre protzigen Autos oder ihre Markenklamotten. Andere machen durchaus wichtige und gute Sachen, aber es geht ihnen nicht darum zu helfen, sondern sie wollen gesehen und gelobt werden. Ich will gesehen werden. Die großen Gebäude, die gebaut werden, damit man sich einen Namen macht. Aber machen sich wirklich die Menschen einen Namen, indem sie so etwas bauen? Wenn sie hören, Friedrich der Große hat Sankt Susi gebaut und dann hat er das Oderbruch trockengelegt, glauben sie wirklich, er hat die Steine geschleppt und den Spaten gegraben? Die Menschen, die die Arbeit gemacht haben, deren Namen erinnert man in der Regel nicht. Einen Namen machen. Menschliches Bedürfnis und in aller Regel vergebliches Tun. Die Angst, die Menschen damals haben, und die auch wir kennen. Wir werden zerstreut über die ganze Erde. Am Anfang, als Gott uns Menschen macht, da gibt er uns den Auftrag, die Schöpfung zu bewahren. Er sendet uns Menschen aus als seine Boten. Im Kapitel nach der Turmbaugeschichte, da geht Abraham los. Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Er macht sich auf den Weg, er verändert sich, denn Veränderung, Neuanfang, neue Länder, das gehört zu unserem menschlichen Leben. Wie oft singen wir, vertraut den neuen Wegen und singen, wer aufbricht, der kann hoffen.
Das ist unser Auftrag. Nicht in dem, was ist, festhalten, uns nicht zurücksehnen nach dem, was früher war, sondern voranschauen. Voranschauen auf Gottes Zukunft, die er uns schenkt. In der Corona-Krise sehen wir immer wieder, dass Menschen sich fragen, wann wird es wieder so, wie es einmal war? Und dann müssen wir begreifen, nein, es wird nie wieder so, wie es einmal war. Es wird anders. Es wird gut, aber anders, als es war. Die Menschen aber damals, sie wollen sich einen Namen machen und sie wollen dort bleiben, wo sie sind. Sie bauen einen Turm, der bis an den Himmel reicht. Wir Menschen können doch alles schaffen. Mit moderner Technik können wir alles beherrschen. Wir wollen das Wetter bestimmen und die Gene der Menschen. Was machbar ist, wird gemacht. Und der Mensch setzt sich an die Stelle Gottes. Was brauchen wir Gott? Wir können doch alleine alles. Wohlan, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen. Alle handeln gemeinsam. Es hört sich gut an, aber ich habe einen Verdacht. Ist es wirklich realistisch, dass alle zur gleichen Zeit das gleiche Ziel haben? Es gibt Länder, in denen erzählt wird, dass alle wie ein Mann hinter ihrem Regierungschef stehen. Es gibt Länder, in denen haben alle das gleiche Ziel, jedenfalls verkünden das Presse und Fernsehen. Und niemand lebt anders, fühlt anders und denkt anders. Diktaturen. So ein Satz kommt, wir machen alle alles gemeinsam, wir haben alle genau das eine Ziel. Das ist ein verräterischer Satz. Denn Gott hat uns Menschen bunt und vielfältig geschaffen und jedem Menschen einen eigenen Willen gegeben. Wohlan, sagen die Menschen, und wohlan, sagt dann Gott. Jetzt verwirrt er die Sprachen der Menschen und er zwingt uns damit zum Lernen. Unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Kulturen, sie geben uns die Möglichkeit, die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit von uns Menschen zu entdecken. Die Unterschiedlichkeit, sie ermöglicht uns, dass wir entdecken können, dass wir begreifen können, dass jeder Mensch einmalig ist, jeder Mensch besonders, mit besonderen Begabungen, besonderen Fähigkeiten, mit einmaligen Gefühlen und Gedanken. Jeder Mensch ein besonderes, ein geliebtes Geschöpf Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, Pfingsten, das ist das Gegenteil von dem, was uns im Turmbau zu Babel erzählt wird. Zu Pfingsten werden die Probleme aufgelöst. Nicht, dass seit Pfingsten alles gut ist, aber die Angst wird überwunden. Wir feiern Gottes Geist, der uns erfüllt. Der Geist, der uns Vertrauen schenkt in Gottes Liebe. Aus diesem Glauben heraus haben wir es nicht mehr nötig, uns einen Namen zu machen. Denn Gott ruft jede und jeden von uns beim eigenen Namen. Wir müssen nicht besser sein als andere. Wir müssen andere nicht klein machen. Wir müssen uns nicht mit dem, was wir können und vermögen, prahlen, sondern vertrauen, Gott liebt dich, so wie du bist, denn so hat er dich gemacht. Und Gott schenkt uns eine Gemeinschaft aus lauter unterschiedlichen und vielfältigen Menschen. Wenn wir uns einmal umsehen, wie unterschiedlich wir schon sind. Und das geht in dieser Stadt, in diesem Land, auf dieser Erde noch weiter. So unterschiedlich sind wir. Und Gottes Geist bewirkt, dass wir Menschen uns verstehen, selbst dann, wenn wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Wenn wir dem anderen mit offenem Herzen liebevoll begegnen, dann verstehen wir ihn auch dort, wo die gemeinsamen Worte fehlen. Und Gottes Geist schenkt uns den Mut zu neuen Wegen und die Gewissheit, Gott geht mit uns, egal wohin uns unser Lebensweg führt. Er begleitet uns und er behütet uns.
Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lieber Herr Wachs, vielleicht stehen Sie mal ganz kurz auf, dass die Gemeinde Sie sehen kann, wer Sie sind. Ich muss nicht lange stehen bleiben, nur dass die Gemeinde, nein, nicht Sie alle, nur Herr Wachs. Herr Wachs lernte bei Wagner in Neukölln. Die Firma Wagner war die größte und bedeutendste Glasmosaikwerkstatt in Deutschland. Wagner-Mosaike an vielen Orten der Welt sind sie bis heute zu sehen. Es ist eine aufwendige Sache, so ein Mosaik herzustellen. Glas, farbiges Glas muss hergestellt werden, geschmolzen, zum Teil mit jahrhundertealten geheimen Rezepturen. Das Glas muss in kleine Teile gehauen werden, gebrochen werden. Eine Zeichnung muss angefertigt werden. Es muss spiegelverkehrt aufgeklebt werden. Eine wirklich sehr lange, langwierige, genaue Arbeit, die erforderlich ist, um so ein Mosaik zu machen. Als Herr Wachs ausgelernt hatte für sein Gesellenstück, durfte er sich ein Motiv aus der Passionsgeschichte aussuchen. Und er suchte sich Maria mit dem Schweißtuch aus. Und da ist es nun. 6 Jahrzehnte hat sie dieses Kunstwerk begleitet. Und nun sagt er, es soll an einem Ort kommen, wo es sicher aufgehoben ist und wo es zugänglich ist, wo Menschen sich an diesem Kunstwerk erfreuen können. Da er hier in Hörweite unseres Kirchturms wohnt, schenkte es uns der Martin-Luther-Gemeinde. Es wird in der Kapelle seinen Ort bekommen. In der Kapelle gibt es ja ein Passionsbild. Auch da ist die Frau mit dem Tuch zu sehen und beide ergänzen sich ganz hervorragend. Jetzt werden einige die Stirn gerunzelt haben, wieso Maria mit dem Schweißtuch, das muss doch Veronika sein. In der Bibel steht darüber nichts. Es gibt eine alte Legende, die erzählt im Nikodemus-Evangelium. Dort wird erzählt, dass eine Frau zu Jesus kam, der das Kreuz trug und ihm dieses Tuch gab. Und dann erzählen andere Legenden, in diesem Tuch war das Abbild des Gesichtes Jesu zu sehen, das wahre Abbild, Vera Iconica, das wahre Abbild. Und aus Vera Iconica, dem wahren Abbild, wurde dann der Name der Frau. Aber vielleicht ist es doch Maria, wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, es ist ein Bild, das gut zu Pfingsten passt. Denn die Menschen, die zu Jesus gehörten, als Jesus verhaftet wurde, als klar war, der wird jetzt sterben, da rannten ganz viele weg, versteckten sich. Einige blieben stehen, aber sie waren stumm, erstarrt vor Entsetzen. Nur diese eine Frau nicht. Bei ihr wird das Entsetzen von liebevoller Zuwendung gebrochen. Sie bleibt nicht in ihrer Trauer stehen, sondern sie reicht dem, der da leidet, ein Tuch, eine kleine Erleichterung und ein großes Zeichen der Liebe. Denn ihr Vertrauen ist größer als ihre Angst. Und wenn Sie sich dieses Mosaik genauer ansehen, und Sie werden nachher die Gelegenheit dazu bekommen, dann sehen Sie das alles. Dann sehen Sie Trauer, dann sehen Sie Entsetzen. Und sie sehen dieses liebevolle Zutrauen, die Liebe, die stärker ist als all das Entsetzen. Die Frau mit dem Tuch, in deren Gesicht sich Angst, Trauer und Liebe widerspiegelt. Ich lade Sie ein. Herr Wachs wird das Mosaik nachher nach dem Gottesdienst in der Kapelle an seinen Ort hängen. Und dort, wenn nicht etwas weniger Licht drauf fällt, sehen Sie auch das matte Gold, was noch hindurch glänzt. Also bei dunklem Licht wirkt es noch einmal viel lebendiger. Sehen Sie es sich aus der Nähe an und kommen Sie mit Herrn Wachs ins Gespräch. Er kann sehr plastisch erzählen von der Arbeit, die es macht, so ein Mosaik herzustellen. Und er lädt alle, die wollen, noch zu einem Gläschen Wein ein. Und ich sage Ihnen schon jetzt, nehmen Sie sich nachher Ihr Abendmahlsglas mit, dann können Sie
mit ihm anstoßen. Vielen Dank, lieber Herr Wachs. Gottes Geist verbindet uns. Er verbindet uns über alle Grenzen von Zeit und Raum miteinander und mit sich. Und selten spüren wir das so deutlich wie bei der Feier des gemeinsamen Abendmahls. Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir haben gar nicht genug Worte, um dir, Gott, unseren Dank zu sagen. Du schenkst uns einen weiten Horizont. Wir haben Teil an deinem Leben. Dein Geist umfasst die Weltgeschichte. Wir hören, wir verstehen, wir erleben gemeinsam. Wir erkennen Stückwerk und ahnen etwas von dem großen Ganzen. Du, Gott, berührst uns. Darum preisen wir dich gemeinsam mit allem, was lebt, und stimmen ein in den Lobgesang der Engel und bekennen ohne Ende. Gott ist bei uns auf allen unseren Wegen. Denn
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht von Leiden und Verrat, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es den Seinen und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl, gab ihnen den und sagte: Trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wir machen es so, wie wir es seit langem geübt sind. Im Mittelgang mit Maske und Abstand kommen Sie nach vorne. Sie bekommen am Anfang des Tisches eine Oblate Christi Leib für dich gegeben. Nehmen Sie sich ein Glas, Sie bekommen dann Saft oder Wein Christi Blut für dich vergossen. Gehen Sie dann wieder auf Ihren Platz. Wenn wir alle versorgt sind, dann werden wir gemeinsam essen und trinken. Und es ist wirklich jeder und jede eingeladen. Thank you.
Nimm hin und iss das Brot des Lebens für dich.
Nimm hin und trink, der Kelch des Heils für dich. Das stärke und bewahre uns zum ewigen Leben. In den Händen fassen können wir uns nicht, aber ansehen können wir einander und entdecken wir ineinander Schwestern und Brüder, geliebte Gotteskinder, wir alle. Herr unser Gott, wir danken dir. Wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir miteinander, mit dir, an deinem Tisch erleben dürfen. Wir danken dir für deine Gegenwart in Brot und Wein. Wir danken dir für den Glauben, den du uns schenkst. Amen. Bleiben Sie ruhig stehen, wir halten jetzt für, bitte. Vorher vier Stichworte. Die Kollekte am Ausgang für die landeskirchliche ökumenische Begegnung in dem einen Korb, in dem anderen Korb, wie in diesem ganzen Monat Mai, für die kirchliche Telefonseelsorge. Beides lege ich Ihnen ans Herz. Der neue Gemeindebrief ist da. Wir brauchen noch Unterstützung beim Austragen. Jedenfalls hat mir Hanna einen Brief so demonstrativ in das Abkündigungsbuch gelegt, dass ich den nicht anders verstehen kann. Wenn der eine oder die andere Zeit und Kraft hat, ein paar Briefe mit auszutragen, bitte geben Sie mir Bescheid. Herzliche Einladung, morgen zum Pfingstmontag um 11 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst im Stadtpark Steglitz. Und heute in einer Woche feiern wir Konfirmation. Da wird es vermutlich etwas voller. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir zum Konfirmationsgottesdienst von allen, die nicht doppelt geimpft sind oder nicht genesen sind, einen Corona-Test erbitten. Wir haben ein paar Schnelltests hier oder es ist ja mühelos möglich, sich vorher woanders testen zu lassen. Also nächste Woche bitte mit Corona-Test oder Sie sind geimpft oder genesen. Und nun lasst uns miteinander Fürbitte halten. Nach jeder Bitte rufen wir gemeinsam: Komm, Heiliger Geist. Gott, wir danken dir, dass in deiner Kirche dein Geist, dein Heil, dein Erbarmen sichtbar und unsichtbar wohnen. Wir verbinden uns mit allen, die enttäuscht an deiner Kirche leiden, und rufen: Komm, Heiliger Geist. Wir danken für alle Gemeinschaft, die wir in deiner Kirche erleben, für durchtragende Hilfe und geglückte Seelsorge. Wir verbinden uns mit allen, die an der Spaltung deiner einen Kirche leiden, die Einsamkeit und Trostlosigkeit erleben und rufen: Komm, Heiliger Geist. Wir danken dir, dass wir in deiner Kirche erfahren und lernen können, was Leben ermöglicht. Ehrfurcht und Liebe, Treue und Glauben, Güte, Hoffnung und Gerechtigkeit. Wir verbinden uns mit allen, die in der Kirche Verletzung erlebt haben, denen Glauben verdunkelt und Leben erschwert wurde, und rufen: Komm, Heiliger Geist. Wir denken an alle, die trauern. Wir denken an alle, die Angst vor Gewalt haben, an alle, die zweifeln, und wir denken an unsere Kranken. So flehen wir zu dir. Lass deinen Heiligen Geist unter uns wirken. Erneuere deine Kirche, heile das Angesicht der Erde und schenke uns deinen Frieden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
er schenke dir Frieden. Amen. Herzliche Einladung in die Kapelle, dass Sie sich das Mosaik aus der Nähe ansehen. Nehmen Sie Ihr Glas mit oder nehmen Sie sich ein neues. Herr Wachs hat Wein mitgebracht, dass wir gemeinsam anstoßen können auf dieses Kunstwerk, auf das Geschenk, das er uns macht. Vielleicht finden sich auch noch die einen oder anderen, die draußen Lust haben, noch ein oder zwei Lieder miteinander zu singen. Und ich hätte jetzt gern einen kräftigen Applaus, der den Dank für die Musik ausdrückt.